Und damit herzlich willkommen zu Minecraft Imagine, dem neuen Projekt auf meinem Kanal im neuen Jahr. Und ich freue mich, dass du es geschafft hast, vorbeizuschauen und hier gelandet bist bei diesem Projekt. Und ich werde euch mitnehmen oder mit euch gemeinsam hier diese Welt zu eigen machen. Wir werden hier sehr, sehr viel Zeit verbringen und diese Welt nach unseren Formen, nach unseren Wünschen formen, besser gesagt, so rum ist es richtig, nach unseren Vorstellungen. Und wir werden hier in dieser Bucht beginnen mit dem Volk der Piraten. Und wir werden am Anfang sehr, sehr viel Zeit natürlich hier verbringen mit diesen Piraten und die Welt so erschaffen, wie wir es uns gerne vorstellen, also wie ich es mir so gedacht habe. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Vorstellungen auch mit reinfließen lassen. Ihr könnt auch weitere Völker vorschlagen, die wir dann später bauen können, bauen sollen. Ich habe noch so als Idee vielleicht die Elben, auf jeden Fall eine Zwergenstadt. Alles, was es so gibt, was euch einfällt, Samurai, Nords, je nachdem, schreibt es ruhig mal in die Kommentare, damit wir dann hier auch viel, viel zu bauen haben. Und ja, ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal durch und kümmern uns hier um das Piratendörfchen oder um die Bucht der Piraten, denn hier haben wir doch einen super Platz. Wenn man mal ehrlich ist, das da oben, das Loch, das wird auf jeden Fall eingearbeitet. Der riesige Steinkopf wird später ein Totenkopf werden, das wird alles noch bearbeitet. Dass ihr erstmal grob wisst, was ich hier mir geplant habe. Und ich hebe erstmal ein bisschen den Boden aus hier, damit wir hier vorne auch ein bisschen Platz haben zum Bauen, damit die Schiffe dann später durchkommen, weil Schiffe wird es hier dann natürlich auch geben. Und ja, ich habe mich halt dazu entschieden, das Ganze im Kreativmodus zu halten, da ich zwar gerne auch im normalen Modus spiele, aber dieses ganze Neue angefangen und abbauen und dann sich wieder was erbauen und so, dann, ihr wisst ja selber, das dauert ein bisschen und das ist auch nicht immer das Spannendste, wenn man dann immer wieder los muss und Ressourcen zu sammeln. Und so habe ich mir gedacht, können wir jetzt hier gemeinsam schön im Kreativmodus bauen und dann später halt mit mehreren Leuten auch in Livestreams, die ich dann ankündigen werde, auf jeden Fall gemeinschaftlich mehr schaffen, als wenn ich hier allein ein bisschen rumtüdel und jeder für sich. So haben wir jetzt ein großes Projekt und ich würde sagen, hier vorne in die Richtung kommt jetzt der große Steg. Und wir schauen einfach mal, was wir an Holz haben. Vielleicht nehmen wir Akazie oder nehmen wir Dschungel. Ich würde sagen, wir nehmen das Dschungel-Eichenholz, denn hier wird später natürlich noch ein Dschungel entstehen. Denn die Piraten sind nicht im normalen Wald bei mir angesiedelt, sondern ich werde dann noch ein bisschen Dschungel machen, sodass es auch ein bisschen karibisches Feeling wird. Und das wird dann alles in den nächsten Wochen, Monaten passieren. So, jetzt ziehen wir erstmal den Steg hier vor. Vielleicht dann mal auch so hier rüber. So. Ja, und wie gesagt, das neue Jahr hat jetzt begonnen. Und ich hoffe natürlich, dass alles für euch in Erfüllung geht, so wie ihr es euch vorstellt. Und wer meine Neujahrsansprache ja gehört hat, der weiß ja Bescheid, was ich mir so dieses Jahr vorgenommen habe. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir das alles gemeinsam hinbekommen und einfach eine schöne Zeit haben. Würde mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Art des Projektes. Könnt ihr mir anzeigen mittels Daumen nach oben oder mittels Kommentaren, was auch immer. Könnt ihr mir gerne sagen, was ihr von diesem Projekt haltet, von der Idee. Ich hatte da schon länger mal Lust drauf gehabt, auf so eine Projektart mit mehreren Leuten, mit großen Städten, wo man dann am Ende sagen kann, Alter, sind wir bescheuert, Alter! Und ja, deswegen gibt es jetzt Imagine. Am Anfang, mal gucken, je nachdem, wie ich das dann alles regeln werde, alle zwei Tage, aber
dann halt mal gucken, die Folgen werden so 15 bis 20 Minuten lang werden und dann werde ich ja sehen, wie die Nachfrage nach diesem Projekt ist, wie das Projekt bei euch ankommt und je nachdem dann entscheiden oder reagieren und mehr Folgen rausbringen. Und es wird mit mindestens ein Stream pro Monat geben, das kann ich euch jetzt ja schon mal sagen. Also einmal pro Monat werden wir uns dann gemeinschaftlich hinsetzen und streamen. Das Problem, was jetzt natürlich noch ist, ich würde jetzt gerne mit ein paar anderen Leuten aufnehmen, aber wie gesagt, das mit dem Internet, das geht mir so auf den Sack mit Primacom, dass das nicht geregelt wird, dass man sich dann nicht gegenseitig hören kann in den Chats, weil dann angeblich NAT-Probleme bestehen, obwohl alle Parteien NAT offen haben. Also ich habe NAT offen, beziehungsweise NAT-Mittel. Habe jetzt Ports freigeschaltet, also habe ich jetzt NAT offen und meine Leute haben auch NAT offen, mindestens NAT 2, also wir wissen nicht, woran es liegt, können uns nicht gegenseitig hören, kommen auch nicht gegenseitig auf die Map, das ist alles andere als gut, aber damit sich mir irgendwie einen Weg finden, ich habe schon mit Primacom geredet und da wurde mir auch nicht wirklich weitergeholfen. Ja, aber wir kümmern uns jetzt hier um das Volk der Piraten und wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mir da auch so ein paar Ideen, wie gesagt, reinschreiben. Ich baue hier dann auch ein paar Häuser, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr dann virtuell sozusagen einziehen oder ihr baut mit oder was auch immer. Das wird ein sehr zuschauerlastiges Projekt, also ihr werdet oft eingebunden, ich werde dann auch immer mal Umfragen reinhauen, auch wenn ich nicht viele Abonnenten habe, das ist mir vollkommen Bockwurst. Ich werde da trotzdem viel mit euch zusammenarbeiten und viel mit euch machen, so dass ihr auch einen Bezug zu dem Projekt habt. Das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen, dass ihr da mehr Bindung habt. So, und das Volk der Piraten hat natürlich einen großen Anlegeplatz für die ganzen Handelsschiffe, die dann die ganzen Waren bringen, sei es Schmuggelware, sei es andere Ware, das werden wir dann alles sehen, was die Piraten sich hier alles zusammenlagern. Dann werden wir dann später einen großen Lagerplatz bauen und als erstes muss natürlich erstmal hier dieser große Steg entstehen, sozusagen, den wir jetzt noch ein bisschen von hier dann erstmal. Es muss jetzt am Anfang nicht schön aussehen, ich baue den erstmal provisorisch hierher, dass die ganzen Schiffe dann später anlegen können. Und wie gesagt, sehr gut. Später wird dann dieser Berg auf jeden Fall noch eingearbeitet, also es geht dann später, wo habe ich mir so vorgestellt, hier dann der Weg lang, kommt man dann hier durch, weil hier ist es dann echt auch ein bisschen schön. Also dieser Berg ist auf jeden Fall richtig geil und von hier kommt man dann in das Hauptlager der Piraten, wo sie dann von hier oben auch nochmal hier mit solchen kleinen Höhlen, die hier überall sind, solche kleinen Außenposten haben, von wo sie überblicken können. Hier drüben kommt dann auch nochmal ein Hafen, also beziehungsweise der Hafenbereich hin, aber wo dann die ganzen Piratenhändler sind und was weiß ich nicht, weil die Piraten müssen ja auch handeln. Dann werden hier Forts gebaut, also Forts, ja. Also so kleine Festungen werden hier noch auf jeden Fall errichtet, die dann die Piraten vielleicht angenommen haben oder sind vielleicht eigene Forte. Forte, klingt sehr merkwürdig. Sein eigenes Fort, was die Piraten gebaut haben, das werden wir ja dann alles sehen, je nachdem, wie ich mir die Geschichte dann zurecht spinne oder wie ihr vielleicht die Geschichten zurecht spinnt, was ihr mir als Feedback gebt. Und dann hoffe ich, dass das Ganze auch gut ankommt und beim nächsten Mal, das habe ich schon wieder vergessen, gibt es dann auch Musik, werden wir dann ein bisschen musikalischen Hintergrund haben, der dann vielleicht ein bisschen passend ist zu dem Ganzen, was hier gerade gebaut wird. So, hier haben wir dann eine kleine Erhöhung, wo dann vielleicht sogar das Lager drauf können, schon, oder der Zoll, die Zollstelle, wo dann die ganzen Waren verzollt werden können. Das könnte man eigentlich machen, dass dann hier oben so ein kleiner Bereich ist.
So, dann muss ich mal gucken, wie breit ich das... Kann ich ruhig nochmal einen breiter machen, diesen Steg. So, und dann hier der Grundriss, den mache ich mal bis hierhin. Ich deute das nur mal an. Und bis hier vielleicht. Wir können es eigentlich ruhig bis an den Berg machen. Ruhig bis hier. Es wird jetzt nicht alles souverän auch im Boden gebaut werden, aber ich versuche so weit wie möglich realistisch zu bauen. Das ist natürlich klar. Hoffe ich. So, und dann kann hier auch der Sand nochmal weggemacht werden. Die Natürlichkeit versuchen wir dann irgendwie später noch beizubehalten. So dass wir eine nicht ganz so künstlich erschaffene Landschaft haben. So. Dann machen wir das mal hier fertig. So. Und dann könnte ich mir für die nächsten Male noch einen neuen Skin natürlich einstellen. Damit es auch vom Skin her zu dem Piratenleben passt, was wir hier jetzt erbauen, gemeinschaftlich. Und dann werden wir am Ende mal sehen, wie weit ich gekommen bin am Ende des Jahres. Das ist dann so immer der Moment der Wahrheit. Wenn man dann sieht, ich habe wieder nichts geschaffen. Gut, so. Jetzt hier mal ein bisschen unter Wasser arbeiten. Sauber. Obwohl, ich müsste den einen daneben setzen. Weil das ist ja ein Eckpfosten. Ich hatte schon mal irgendwo eine Piratenwelt angefangen. Fällt mir gerade so auf. Oder kann ich ja mal so erzählen. Ich weiß gar nicht, was mit der passiert ist. Sie ist, glaube ich, auf dem PC und da ist dann auch nie wirklich was rausgekommen. Und hier habe ich jetzt halt die Option, auf jeden Fall noch mit mehreren Leuten zu zocken. Und hier wird dann später noch ein richtig krasses Schiff auf jeden Fall stehen. Das ist ja wohl klar, dass hier auch ein Schiffchen noch seine Sachen bekommt. Jetzt weiß ich das Wort nicht. Seine Aufmerksamkeit. Dass dann hier irgendwo am Steg anliegt, andockt. Lidong-dock. So. Und von hier kann man dann hochgehen. Dann müsste ich dir vielleicht den Balken noch in versetzen, damit das hier... Stimmt, ich wollte ja hier den Weg bauen. Ah, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So, so, so. Und dann kann hier dann so mit kleinen Treppen ein bisschen in den Berg gebaut werden. Da müssen wir dann mal gucken, auf die Höhe ungefähr wollen wir dann gehen. Dass wir das alles mit Holz auskleiden. Jetzt fürs erste erstmal, ja. So. Jetzt müssen wir diesen Bereich noch irgendwie absichern. Dass das nicht ganz so in der Luft hängt. Wie mache ich das? Ich kann jetzt rein theoretisch hier überall... Ah, ich glaube, das mache ich. Schnell! Hä? Aufpassen! Du spielst wo? Wie gesagt, also ich versuch's etwas realistisch zu halten, dass auch die ganzen Blöcke bis nach unten gehen. Na! Dass nichts hohl ist. Fundamente auch gibt bei den Häusern, da werde ich ein bisschen drauf achten. Also nicht zu krass natürlich, nicht komplett in den Boden bauen. Ich krieg's gerade nicht geschissen. Aber es wird auf jeden Fall... Hallo? Schon so sein, dass man später sagen kann, okay, wir haben hier auch etwas geschaffen, was vom baulichen Stil her Sinn macht. Hallo? Irgendwie will das heute nicht. Ich bin entweder zu langsam zum Klicken oder zu schnell mit dem X-Knopf.
Ich hab Minecraft verlernt. Ich hab Minecraft verlernt. Ich bin einfach zu schnell. Ich bin Flash. Hallo? Danke. Der Versuch, Baumstämme zu bauen und zu fliegen, das ist grandios. Kannst du bitte verschwinden? Danke. Oh nein, das wollen wir nicht. Das hat doch mal gut ausgesehen. Verschwinde. Niemand mag dich. Sieh's doch mal ein. So. Ich hätte ja natürlich auch mit Ambossen arbeiten können, weil die sehen auch so ein bisschen aus wie Anlegeplätze für Schiffe. Das kann ich ja vielleicht noch einbringen. Aber fürs Erste würde ich sagen, sieht das schon mal gut aus. Ich kann natürlich auch die Baumstämme komplett durchziehen. Jetzt, wo ich schon mal angefangen habe. Ich glaube, das mache ich auch. Und dann mache ich die aber nicht ganz hoch, nur eine Reihe tiefer. Und dann können wir hier mit diesem Holz dann nämlich einen Zaun dann bauen. Und dann können wir das später hoffentlich ein bisschen schick machen. Nur ich denke mal, das sieht vielleicht gut aus, wenn da ein bisschen Holz, das Wasser, weiß ich nicht, ob ich das dann später komplett leer mache. Weil hier ist jetzt ja quasi Wasser unter dem Steg, das gehört sich ja so nicht. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das Ganze löse. So. Sollte vielleicht einfach gerade fliegen, dann geht das vielleicht auch. Nein. Bin immer noch zu langsam. Hallo. Ah. Sehr nervige Arbeit, ich weiß. Lacht mich bitte in den Kommentaren aus. Ich bin Profi. Ihr seht, das ist profihaftes Handwerk, was ich hier volltreibe. So. Dann kann ich hier dazwischen, je nachdem, wenn ich mal noch eine Mitte finde, ein raushauen. Dann kann ich hier vielleicht... Ah, nee, das geht nicht. Obwohl, ich könnte... Ach, das geht auch nicht. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich könnte dann hier auch so immer mal so zwischendurch... solche Dinger setzen, solche Zäune. Ah, nee. Das passt ja nicht. Man kann ja schräg keine Zäune setzen. Das wäre auch noch gut, wenn sowas gehen würde. Also so, dass sie direkt schräg angrenzen. Ich weiß, dass man es anders lösen könnte, aber... Das ist auf jeden Fall schon leichter. Hier muss ich nicht ganz weit runter gehen. So. Dann machen wir noch die Hälfte fertig. Und die Hälfte. So. Dann auf jeden Fall schon mal ein paar Fackeln holen und die hier auf die Ecken draufstellen. Hallo Hund. Wolf. Tut mir leid. So. So. Hier kann ich ja schon mal den Zaun durchjagen, damit wir dann beim nächsten Mal gleich die
Baumstämme ordentlich setzen können. Obwohl, jetzt bin ich immer dabei. So, ich werde natürlich auch nichts offscreen machen. Es sei denn, es ist wirklich irgendwas total langweiliges. Wie, ich weiß nicht, was mal hier langweilig werden könnte. Aber alles, was so vielleicht ewig lange dauern würden, wie Redstone-Schaltungen oder so, die werde ich dann vielleicht offline machen. So. Jetzt haben wir das hier fertig. Und da haben wir schon mal den Steg grob fertig für unsere Stadt, die natürlich noch einen Namen braucht. Da könnt ihr mir vielleicht auch Vorschläge in die Stadt, in die Kommentare werfen. Einfach mal vielleicht Vorschläge, wie eine Piratenstadt eurer Meinung nach denn heißen könnte. Vielleicht machen wir es ja so, ich weiß es noch nicht. Da muss ich mal mir was überlegen, wie wir das hier ein bisschen lösen können, dass es nicht ganz so aussieht. Ja, und das soll es dann schon mit der ersten Folge gewesen sein und vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht hier in der Piratenstadt bei Minecraft Imagine. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.